So, Kapitel 11. Hallo, meine Leute. Willkommen zurück zu Henrys Geheimnis. Ich habe es ja auch angekündigt, dass ich schätze, dass ich das Sonntag nicht schaffe, aber gucke. Es hat einfach nicht geklappt. Aber nun ist es soweit. Heute ist Montag und ja, ich bin jetzt endlich bereit und komme nun auch zum Aufnehmen. Ich bin gerade auch von der Arbeit gekommen und ja, würde dann jetzt auch starten und auch beide Beinzehen hintereinander direkt aufnehmen, dass ihr heute im Laufe des Abends natürlich dennoch eure Folge bekommt. Wir haben es jetzt 18 Uhr und ich hoffe mal, dass es ja heute Abend was wird. Also es wird heute Abend auf jeden Fall was, aber ich glaube nicht, dass ich das zu dieser Uhrzeit schaffe, die es meistens hochlädt. Und falls ihr euch wundert, ich habe ja Freitagabend, ach Quatsch, Donnerstagabend sehr, sehr spät aufgenommen. Da war es ja gegen 22 Uhr. Die Folge wäre 23:30 Uhr, 0 Uhr erst hochgekommen. Deswegen habe ich das auf den Samstagvormittag gelegt. Weil ich mir dachte, das ist sowieso sonst keiner mehr, dass es da ist. Ja, ich würde jetzt auch sagen, ich fange auch direkt an. Henry löst sich aus unserer Umarmung und räumt seine Sachen zusammen, damit wir uns auf den Weg nach Hause machen können. Er packt alles, was er mitnehmen muss, in seinem Rucksack und holt ein Etui heraus, das ich sehr gut kenne. Die Brille auf der Nase sieht er mich lächelnd an. Er ist einfach zum Dahinschmelzen. Fräulein Louise Lane, sind Sie bereit, das Gebäude unauffällig zu verlassen? Selbstverständlich, Herr Clarke. Er nimmt meine Hand, öffnet die Tür, geht sicher, dass auf dem Gang niemand zu sehen ist und wir verlassen so diskret wie möglich den Raum. Niemand darf uns aus seiner Kabine kommen sehen. Man soll keine Verbindung zwischen Jay und den unauffälligen Schüler herstellen können. Unterwegs treffen wir ein paar Leute, aber keiner schenkt Henry Beachtung. Durch die Clark Kent-Brille schafft er es, seine Identität als Star bestens zu verbergen. Na gut, und er hat halt keine Kontaktlinsen drinne und dieses Schwarz im Haar. Ist ja auch weg. Also von daher. Also ein bisschen ändert er sich natürlich. Aber schick ist er. Wir steigen in sein Auto. Vor dem Konzert hat Henry wie ein gewöhnlicher Besucher in der Umgebung der Halle geparkt. Ich bin überrascht. Er liest die Verwunderung auf meinem Gesicht. Das ist der beste Weg, um unerkannt zu bleiben. Und ich bin mir so sicher, dass mir niemand folgt. Sehr clever. Er startet den Motor und wir fahren los. Henry, der seine Brille aufbehalten hat, sieht zu mir hinüber. Seit wir uns in die Arme gefallen sind, lächelt er ununterbrochen. Er nimmt meine Hand in seine und führt sie zum Mund, um sie zu küssen. Dabei lässt er die Straße nicht aus den Augen. So ist es richtig. Ich habe den Eindruck, es ist Ewigkeiten her, dass ich zuletzt sein Profil bewundert habe. Ach, das hat mir gefehlt. Du bist wunderbar, Henry. Er lächelt, ohne mich anzusehen. Ich hatte wirklich Angst, ich würde dir nicht gefallen. Und du könntest den Unterschied zu dem Henry, den du kennengelernt hast, nicht akzeptieren. Ich habe mich nicht wegen deinem Kleidungsstil oder deiner Frisur in dich verliebt. Aber ich muss zugeben, dass du so wirklich sexy aussiehst. Danke. Vielleicht wirke ich jetzt an deiner Seite etwas glaubhafter. Stimmt, darüber hat er sich immer Sorgen gemacht. Wie meinst du das? Wenn ich so angezogen bin, sehe ich einigermaßen normal aus.
Ich hoffe, ich höre jetzt wirklich seltener Sprüche wie: Wer ist denn dieser Streber da mit Leila? Es ist gar nicht so leicht, mit dem schönsten Mädchen der Schule zusammen zu sein. Der ist echt süß. Ich bin nicht die Hübscheste in der Schule. Ich spiele die Bescheidene, aber innerlich explodiere ich vor Stolz. Stimmt. Du bist zweifellos die schönste Frau, die ich je getroffen habe. Nun bin ich überrumpelt und weiß nicht, was ich sagen soll. Aber jetzt sag mal, wie hat dir das Konzert gefallen? Ha! Es war unglaublich. Du warst wirklich fantastisch. Ich wusste nicht, dass du auch Klavier spielst. Oh, ich bin kein großer Pianist. Meine Mutter hat mir das Spielen beigebracht, aber ich kenne nur ein paar einfache Grundlagen. Diese einfachen Grundlagen haben mir sehr gefallen. Ich spiele damit auf das Lied an, das er auf dem Klavier gespielt hat. Das hat mich wirklich berührt. Das war meine letzte Chance. Sobald ich neben den Konzerten und Proben ein bisschen Zeit hatte, habe ich nichts anderes gemacht, als dieses Stück einzuüben, in der Hoffnung, dass es dir meine Gefühle für dich offenbaren würde. Das war wie in einem Liebesfilm. Das war auch das Ziel. Ich wusste auch nicht, dass du so gut tanzen kannst. Ich wusste vor ein paar Jahren damit anfangen. Das passte zu meiner Musik, zu Jay und meinem Publikum. Das ist sicher anstrengend. Du bist bestimmt ziemlich erschöpft. Vor allem nach mehreren solchen Konzerten in einer Woche. Ja, ich bin wirklich müde. Aber ich habe nicht vor, heute Abend früh schlafen zu gehen. Er dreht sich kurz zu mir um und lächelt mich spitzbübisch an. Ich werde sofort knallrot. Ich bin jedenfalls glücklich, dass ich mit dir über meine Konzerte sprechen kann. Bisher konnte ich das nur mit meinen Eltern oder mit Markus. Ich bin stolz auf all die Arbeit, die ich investiert habe, um Jay zu sein. Und solche Momente mit der Frau teilen zu können, die ich liebe, ist das Allerschönste. Es ist mir eine Ehre. Markus? War das der Mann, der dir geholfen hat, als Enzo dich angegriffen hat? Müsste der doch sein, ne? Du hast ein gutes Gedächtnis. Ja, er ist das. Er ist mein Bodyguard. Wie, was? Henry, du hast einen Bodyguard? Bei all den hysterischen Weibern? Sieht so aus. Ich dachte immer, Markus sollte nur da sein, wenn ich Jay bin. Aber an jedem Tag habe ich erfahren, dass mein Vater ihm andere Anweisungen erteilt hat. Er behält mich selbst in der Schule im Auge. Natürlich bleibt er außerhalb des Schulgebäudes, aber bei dem kleinsten Problem soll er eingreifen. Außerdem hat er die Aufgabe zu beobachten und meinem Vater zu berichten, ob sich mir irgendwelche Paparazzi nähern. Ah ja, das ergibt natürlich Sinn. Ich verstehe. Er hat einen Bodyguard. Oh, unglaublich. Wir kommen bei ihm zu Hause an. Wir betreten Henrys Haus. Mein Herz klopft mir bis zum Hals. Ich habe das Gefühl, ich werde jeden Moment ohnmächtig. Werden wir wirklich die Nacht zusammen verbringen? Er schließt die Tür hinter mir und wirft seinen Rucksack lässig auf einem der Wohnzimmersessel. Dann nähert er sich mir und presst mich gegen die nächstliegende Wand. Oh, oh, oh. Es wird heiß im Haus, Henry. Er küsst mich leidenschaftlich und ich tue es ihm gleich.
Ich habe ihn noch nie so begehrt wie in diesem Moment. Ich gebe jede Zurückhaltung auf. Damit war meine Frage dann wohl beantwortet. Ja, wir würden definitiv die Nacht miteinander verbringen. Er nimmt mein Gesicht in seine Hände und schaut mich mit seinen wundervollen Augen an. So hat er mich noch nie angesehen. In seinen Augen flackert sein Verlangen. Er küsst noch einmal stürmisch meinen Mund, dann wandern seine Lippen hinunter zu meinem Hals. Ich spüre seinen Atem auf meiner glühenden Haut. Ich fahre ihm mit der Hand durchs Haar, das ohne das Gel nur ganz weich ist. Dann drücke ich mich noch enger an ihm. Seine Gesten und Küsse werden schneller und gieriger. Schließlich zieht er sein Hemd aus, bevor er mich wieder umarmt. Ich stehe mit dem Rücken an die Wand gepresst und spüre das Gewicht seines Körpers. Dann umfasst er mit den Händen meine Oberschenkel und hebt mich hoch. Ich schlinge meine Beine um seine Hüften, während er mich wieder leidenschaftlich küsst. Oh, Layla, Layla. Er hält einen Moment inne, um mich anzusehen. Er ist außer Atem. Ich öffne die Augen. Layla, ich liebe dich. Ich will dich. Ich kann nicht mehr länger warten. Ich lächle und beiße mir auf die Lippen. Ach, wie soll man da bloß widerstehen? Dann warte doch nicht länger. Begierig küsse ich ihn. Während ich meine Beine immer noch um seine Hüften geschlungen habe, geht er auf die Treppe zu und steigt sie ohne Probleme mit mir hinauf. Wir gelangen in sein Zimmer. Ich kann nun keinen klaren Gedanken mehr fassen und folge einfach meinen Gefühlen, meinen Verlangen und meiner Lust. Ich löse meine Beine und meine Füße berühren nun wieder den Boden. Seine Lippen hängen immer noch an meinem. Ich spüre, wie seine Hände an meinem Top entlang nach unten wandern. Langsam schiebt er das Top über meinen Bauch und meine Brust nach oben und zieht es mir schließlich über den Kopf. Meine Hände möchten ihm nun im Gegenzug auch sein T-Shirt ausziehen. Oh la la, meine Lieben. Meine Gesten sind unsicherer, etwas zittrig und seine Größe macht es mir nicht gerade leichter. Aber ich schaffe es, ihm das Kleidungsstück auszuziehen und sehe endlich seinen traumhaften geformten Oberkörper. Ist ja auch ihr allererstes Mal. Ich halte kurz inne und nähere meine Finger dann zögernd seiner Haut. Er beobachtet mich geduldig, lässt mir die Zeit, ihn zu entdecken. Endlich streichle ich seine Haut. Ich fühle, wie sich seine Muskeln bei der ersten Berührung anspannt, während ich seinen Oberkörper küsse. Sie geht aber ran. Hat den Kopf nach hinten gelehnt und atmet hörbar. Er fährt mit seinen Händen durch mein Haar und dann über meinen nackten Rücken. So in seinen Armen zu sein, ach, das ist das vollkommene Glück. Ich spüre an seinen Gesten, dass er versucht, sich zu beherrschen. Er möchte jeden Augenblick genießen, jede Sekunde dessen, was wir im Moment miteinander erleben. Auf meinem Rücken halten seine Hände an meinem BH inne und es gelingt ihm, ihn zu öffnen. Er sieht mich forschend an. Er hofft, meine Gefühle zu erkennen. Er fürchtet offenbar, in meinen Augen Angst oder ein Zögern zu lesen. Er ist halt einfach aufmerksam. Aber ich war noch nie so bereit.
Er lässt die Träger meines BHs einen nach dem anderen über meine Schulter nach unten gleiten und wirft ihn dann in die Zimmerecke. Du bist wunderschön. Ohne jede Scham drückte ich meinen Körper an seinen und küsse ihn voller Begierde. Meine nackte Haut auf seiner zu spüren, weckt in mir ein ungeahntes Verlangen, sehr zu seiner Freude. Er presst mich fester an sich und führt mich langsam zu seinem Bett. Ohne unsere Umarmung zu lösen, legt er mich behutsam auf seine kühlen Bettlaken, während seine Küsse immer leidenschaftlicher und immer gewagter werden. Seine Hände streicheln meinen Bauch. Ich presse mich an ihn und ermutige ihn, seine Erkundungen fortzusetzen. Er versteht die Einladung sofort und lässt sich nicht lange bitten. Seine Berührungen und Küsse brennen auf meiner Haut. Oh, ich bin nah an der Ekstase und ich will immer mehr. Er hält kurz inne und steht vom Bett auf. Ich richte mich auf, um ihn anzusehen. Einen Augenblick lang sieht er mich unbewegt an. Die Intensität seines Blickes macht mein Verlangen nur noch größer. Ohne den Blick von mir abzuwenden, bückt er sich und zieht seine Schuhe aus. Dann öffnet er seine Hose, zieht sich gleichzeitig mit seinen Boxershorts aus und legt sich wieder zu mir aufs Bett. Henry ist nun vollkommen nackt. Und während ich das Gefühl habe, vor Verlangen verrückt zu werden, zieht er mir meine Hose aus. Nun bin auch ich nackt. Ich bin vor Erregung außer Atem und schaue ihm tief in die Augen. Ich streichle sein Gesicht und er lächelt. Dann nimmt er meine Hand und küsst zärtlich meine Handfläche. Ich liebe dich. Ich dich auch, Henry. Entschuldigung, das Bild. Wenn du wüsstest, wie sehr ich dich liebe, wie sehr du mir gefehlt hast, wie lange ich auf diesen Moment gewartet habe. Henry sieht mich an, er lächelt und kommt näher. Wir verlieren jedes Gespür für Raum und Zeit. Da ist nur noch unser Verlangen und wir geben uns einander in dieser Nacht vollkommen hin. Wir haben unsere Körper und unsere Seelen leidenschaftlich vereint, verzehrt von heißen Begehren und unendlicher Liebe. Ich hatte schon gerade Angst, dass Antoine kommt. Na? Ah, es ist morgens. Der Morgen nach unserem ersten Mal. Ich öffne die Augen und sehe zu Henry, der friedlich neben mir schläft. Bei dem Anblick hüpft mein Herz vor Freude und ich lächle. Ich bin so glücklich wie noch nie. Nach diesen letzten schmerzhaften Tagen erlebe ich nun die schönsten Momente meines Lebens und ich bin endlich bei Henry. Die Nacht, die wir zusammen verbracht haben, die war einfach magisch. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich wäre, aber ich liebe ihn noch mehr als vorher. Er ist wirklich zum Anbeißen, wenn er schläft. Seine Haare sind vollkommen durcheinander und unter dem dichten Decker sieht man den rasierten Teil seines Kopfes, der zu Jay gehört. Ah, stimmt! Das ist mir noch nie aufgefallen. Oder hat man das vorher vielleicht gar nicht... Ja, wir werden das vorher gar nicht gesehen haben. Das Bettlaken bedeckt ihn nur halb und so kann ich seinen tollen Körper bewundern. Ich würde ihn gern berühren. Aber davon würde er sicher wach werden. Also reiße ich mich zusammen und sehe ihn nur weiter an. Ah, ja. Schließlich wacht er auf und unsere Blicke treffen sich. Er lächelt mich an. Hey, hallo?
Guten Morgen, schöner blonder Mann. Ich nähere meine Hand seinem Gesicht und streichle seine Wange, dann sein Haar. Mit geschlossenen Augen genießt er meine Berührungen. Ich streichle über seinen rasierten Hinterkopf. Er dreht sich auf den Rücken und zieht mich an sich, damit ich mich seinen Oberkörper schmiegen kann. Ich zeichne mit meiner Hand unsichtbare Motive auf seiner Brust. Ich glaube, ich habe meinen ganzen Leben noch nie so gut geschlafen. Ich setze mich auf, um ihn besser ansehen zu können. Und ich habe das Gefühl, ich hätte in einer Nacht den Schlaf des ganzen letzten Monats aufgeholt. Mit seinen Handrücken streicht er sanft über meine Schulter und meinen Arm. Dann tun seine Lippen dasselbe. Ein wohliger Schaum durchläuft meinen Körper und ich muss an die letzte Nacht denken. Ich bemühe mich, der Versuchung zu widerstehen. Das Konzert und die letzte Nacht haben mich ziemlich erschöpft und ich brauche unbedingt eine Dusche. Ich stehe wortlos auf, ohne mich erst anzuziehen, gehe ich um das Bett herum. Dabei lasse ich ihn nicht aus den Augen. Ich gehe ins Badezimmer und werfe ihnen einen aufreizenden Blick zu, bevor ich die Tür hinter mir schließe. Er hatte den Ellbogen auf sein Kissen gestützt, um nichts von dem Spektakel zu verpassen. Die sind echt süß zueinander. Und ich glaube, das wird eine echt gute Beziehung. Jetzt ist auch alles auf dem Tisch. Während ich meine Dusche genoss, überraschte mich Henry und gesellte sich zu mir unter das warme Wasser. Zärtlich küsste er mich, dann wurden seine Küsse immer begieriger. Und wir verloren uns in diesem magischen Moment jenseits von Raum und Zeit. In ein Handtuch gewickelt, sitze ich auf seinem Bett und komme allmählich wieder zu mir. Hast du Hunger? Ich erwache aus meiner Träumerei. Ja, ein bisschen. Ein bisschen? Wir müssen Cooldown fahren. Ich werde etwas vorbereiten. Kommst du gleich nach? Während er spricht, sehe ich ihm beim Anziehen zu. Es ist, als wenn wir schon seit Jahren zusammenleben. Er zieht eine Trainingshose an, macht sich einen Pferdeschwanz und verlässt das Zimmer mit einem T-Shirt in der Hand. Ich muss das ganz ehrlich sagen, ich mag keine Pferdeschwänze bei Männern. Nun stehe auch ich auf und öffne den Schrank. Ich habe nichts zum Wechseln dabei, weil ich nicht geplant hatte, die Nacht bei ihm zu verbringen. Mein Blick fällt auf seinen super hellen T-Shirt. Das müsste passen. Ich nehme das T-Shirt aus dem Schrank und greife nach einer seiner Boxershorts, die in der unteren Schublade liegen. Sein Schrank ist perfekt aufgeräumt. Ich schlüpfe ihnen die Sachen, ziehe meine Jeans zum Vortag an und versuche, meine Haare irgendwie in Form zu bringen. Dann gehe ich hinunter zu meinem Schatz. So, und wir haben auch keine Zehen mehr. Ich hoffe, die Hintergrundmusik ist dieses Mal nicht so laut. Ich merke es leider erst, wenn es eh zu spät ist. Aber okay. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ob Antoine jetzt sowohl beim Frühstücken bei ist und ob irgendein Spruch kommt und ob wir in der nächsten Folge zu Clément fahren, um dort natürlich auch noch allen zu berichten. Es ist interessant und ich finde die Story immer noch seit der ersten Folge richtig geil und die Bilder sind der Hammer. Aber ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.